Grüß Gott und herzlich willkommen zu dem Hörbuch «Mein Herz wird triumphieren» von Mirjana Soldo. Sie darf seit über 40 Jahren in Medjugorje in Visionen die Gottesmutter Maria sehen und mit ihr sprechen. Und sie erzählt in ihrem Buch über ihr bewegendes Leben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören. Kapitel 27. Eure Lippen sprechen unzählige Worte aus, euer Geist aber fühlt nichts. In der Dunkelheit umherirrend stellt ihr euch auch Gott nach euren Vorstellungen vor und nicht so, wie er wirklich in seiner Liebe ist. Aus der Botschaft unserer lieben Frau vom 2. Februar 2011. Die Auswirkungen des Krieges spürten wir noch lange nach dessen Ende. Schon immer hatte mein Vater alles für Miro und mich getan. Dass wir bei ihm auf dem ersten Platz standen, hatte sich auch während der Kriegszeit in Sarajevo nicht geändert. Die Sorge um das Leben meines Bruders hatte Papa unwahrscheinlich gestresst. Was sich nun anhand irreversibler gesundheitlicher Schäden bemerkbar machte. Eines Tages erlitt er einen schweren Schlaganfall, woraufhin er ins Koma fiel. Die Ärzte des Krankenhauses in Mostar hatten wenig Hoffnung für sein Leben. Ich allerdings konnte nicht glauben, dass er sterben sollte. Es wollte nicht in meinen Kopf, wie uns dieser stets so lebensfrohe Mann verlassen konnte, dessen Herz so groß war, dass ihm schon beim bloßen Anblick seiner Enkelinnen die Tränen in den Augen standen. Ich kniete neben seinem Krankenbett und betete inständiger denn je: Heiliger Antonius, ich danke dir dafür, dass du dich an unsere Abmachung gehalten hast. Ich weiß, dass auch ich alles eingehalten habe, was ich versprochen habe. Aber ich bitte dich, flehe zu Gott, dass er das Leben meines Vaters verschonen und uns noch ein wenig mehr Zeit mit ihm schenken möge. Der Krieg hatte das mit Patienten überladene Krankenhaus in Mostar schwer beschädigt zurückgelassen. Aufgrund der dort zurzeit herrschenden katastrophalen Bedingungen suchten Marco und ich gleich von Anfang an nach einem anderen Ort, wo mein Vater gepflegt werden konnte und wo wir uns auch eine zweite ärztliche Meinung einholen konnten. Die Suche stellte sich allerdings als schwieriger heraus als gedacht. In der gesamten Gegend waren die Krankenhäuser überlastet und in grenzwertigem Zustand. «Dein Vater ist mein Vater», sagte Marco. «Du betest weiter und ich erkundige mich weiter nach einem anderen Ort für ihn.» Schließlich erhielt Papa einen Platz im Krankenhaus in Split, wo man sich mit Schlaganfallpatienten gut auskannte. Um an seinem Bett sitzen und bei ihm sein zu können, nahmen wir jeden Tag 3 Stunden Autofahrt in Kauf. Meine Mutter schien sich auf das Schlimmste vorzubereiten, aber sie verlor in keinem Augenblick die Hoffnung. Miro blieb während der ganzen Zeit ruhig, obwohl ich die Angst um unseren Vater in seinen Augen sehen konnte. Veronika war erst ein Baby, aber Maria unterstützte Marco und mich im Gebet für ihren geliebten Dida. Schließlich erwachte mein Vater nach 21 Tagen aus dem Koma. Natürlich waren wir erfüllt von Freude und Erleichterung, aber dennoch wurde die Stimmung von einer gewissen Unsicherheit über seinen Zustand getrübt. Die Ärzte hatten uns vorgewarnt, dass mein Vater nicht mehr derselbe sein würde und rechneten mit höchstens einem weiteren Lebensjahr. Aber die Ärzte waren schon einmal falsch gelegen, denn bei ihren Prognosen beachteten sie nie unsere Gebete. Als Papa aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnte er kaum sprechen. Was er von sich gab, war lediglich eine Art scheinbar unverständliches Gemurmel, das wir von Zeit zu Zeit zu verstehen begannen.
wie Eltern, die als einzige die Sprache ihres Kleinkindes kennen. Aufgrund seiner partiellen Lähmung besorgten wir ihm einen Rollstuhl. Aber nach monatelanger Physiotherapie war es ihm schließlich möglich, mit Hilfe eines dreifüßigen Stockes wieder zu gehen. Da er allerdings nur eine der beiden Hände bewegen konnte, benötigte er bei den einfachsten alltäglichen Aufgaben Hilfe. Dies alles waren Herausforderungen, die nicht schwer wogen. Er war am Leben und das war das Einzige, was für uns zählte. Meine Mutter kümmerte sich rund um die Uhr um ihn und ließ ihn nur aus den Augen, wenn sie zur Messe ging. Sobald diese zu Ende war, eilte sie auf direktem Weg wieder nach Hause zurück. Sie beschwerte sich nie und klagte auch nie über ihre eigene Erschöpfung. Stattdessen nahm sie all die Mühen mit Freude auf sich. »Es ist ganz einfach«, sagte sie, »Gott will es so. Also akzeptieren wir das und beten um die Stärke, durchzuhalten.« Marco, Miro und ich halfen ihr nach all unseren Kräften. Um die Situation sowohl für Papa als auch für uns zu erleichtern, machten wir oft Scherze und versuchten, jeden unangenehmen Moment mit einem Scherz ins Positive zu ziehen. Als Papa einmal mit großem Bedauern feststellte, dass er sich aufgrund seines Zustandes an keinerlei Aktivitäten mehr beteiligen konnte, sagte ich lächelnd: »Einen Moment. Deine Krankheit kannst du jetzt unmöglich als Entschuldigung vorbringen. Du warst schon vorher nicht wirklich aktiv.« Mein Vater lachte im Wissen darum, dass er schon immer ein heiterer und geduldiger Mensch der eher gemütlicheren Sorte gewesen war. Als meine Mutter aufgrund ihrer Osteoporose selbst eine Behandlung mit anschließender Rehabilitation benötigte, erhielt ich die Gelegenheit, mich intensiver um meinen Vater zu kümmern. Mama war es nicht recht, dass sie ihn verlassen musste, aber ich versicherte ihr, dass ich gut auf ihn aufpassen würde. Ich hatte nun eine eigene Familie und war nicht länger die Mirjana, die die Spülmaschine nicht einschalten oder die nicht kochen konnte. Wohlbemerkt, ich habe nicht gesagt, dass ich inzwischen gut kochen kann. Für meinen Papa zu sorgen, empfand ich nie als eine Last. Tatsächlich fühlte ich mich geehrt, demselben Mann beizustehen, der vor vielen Jahren meine Windeln gewechselt und mich genährt und aufgezogen hatte. Warum sollte es mir nun schwerfallen, für ihn da zu sein? Als ich ihm eines Morgens beim Anziehen seines Mantels half, erinnerte ich mich an die vielen Male, als er mir aus purer Liebe eine Freude machen wollte. Als Teenager war ich zwar nicht so vom Shoppen besessen gewesen wie andere Mädchen in meinem Alter, aber ich hatte es geliebt, mit meinem Papa einkaufen zu gehen. Es war eine Gelegenheit, Zeit mit ihm allein zu verbringen, nur wir beide. Ich muss zugeben, dass ich die Shoppingausflüge auch mochte, weil Papa immer darauf bestand, mir etwas zu kaufen. An einem dieser Ausflugstage war es recht kalt. In einem Geschäft hatte ich einen wunderschönen Wintermantel entdeckt, dessen weichen Stoff ich sogleich durch meine Finger hatte gleiten lassen. Ein solches Stück war zur Zeit des kommunistischen Jugoslawiens sehr teuer, aber Papa hatte die Sehnsucht in meinen Augen aufleuchten sehen. »Gefällt er dir?« »Er ist umwerfend«, hatte meine Antwort gelautet. »Aber...« »Perfekt.« »Aber er ist zu teuer.« »Unsinn.« Ohne auch nur einen einzigen Blick auf das Preisetikett zu werfen, hatte Papa den Mantel vom Bügel gezogen und ihn auf den Tresen gelegt. Erst nachdem er aus seinem Geldbeutel bereits ein paar Scheine herausgezogen hatte, hatte ihm der Verkäufer den tatsächlichen Preis genannt. Papa hatte innegehalten und die Stirn gerunzelt. »Ist schon gut, Papa. Ich finde einen anderen.« Nachdem er einen Moment lang nachgedacht hatte, hatte er entschieden den Kopf geschüttelt. »Nein, ein schönes Mädchen verdient einen schönen Mantel.«
Daraufhin hatte er sein Scheckbuch herausgezogen und den Mantel gekauft. Nun, da ich seinen Mantel zuknüpfte und seine gelähmte Hand in die Seitentasche legte, nahm ich mir vor, ihm in demselben Maße meine Liebe zu zeigen und ihn mit Aufmerksamkeit zu überhäufen. Ich kochte das Abendessen und half ihm dabei, es zu sich zu nehmen, und ich hielt seine Hand, während wir gemeinsamen fernsahen. Später, als es Zeit war, ihn zu baden, überkam mich auf einmal eine ungeheure Verlegenheit. Ich zwang mich zu einem Lächeln, um die Situation für Papa möglichst locker zu gestalten. Aber er hatte mein Unbehagen bemerkt. Er lächelte. »Glaubst du denn, das ist einfach für mich?« Wir lachten beide und alles wurde etwas einfacher. Der Schlaganfall meines Vaters hatte mich eine wichtige Lektion gelehrt. Wenn etwas Schlimmes geschieht, kannst du dich zurückziehen und weinen, aber die Tränen werden dir nichts bringen. Sie vergrößern die Last nur und hindern dich daran, nach vorne zu schauen. Die Ausdauer meiner Mutter und die Gelassenheit meines Vaters, die scheinbar gar nicht zu seiner traurigen Situation passte, haben mir gezeigt, dass man, wenn man sein Kreuz annimmt, irgendwann verstehen wird, wie man es tragen kann. Zudem half uns eine einfache Routine, mit der Situation fertig zu werden. Papa wünschte sich, dass sich die ganze Familie jeden Tag um 14 Uhr zum Kaffee traf. Zu diesen Kaffeetreffen kam ich nie zu spät, denn ich konnte ja nie wissen, welches das letzte sein würde. Während der Zeit, als wir uns mit den Leiden meines Vaters arrangierten, entdeckte ich eines Tages einen kleinen Knoten vorne an meinem Hals. Es fühlte sich an wie eine Art Zyste. Ich überlegte mir, damit zum Arzt zu gehen, vergaß das Vorhaben aber bald wieder, denn meine Aufmerksamkeit wurde auf eine wunderbare Neuigkeit gelenkt. Ich war wieder schwanger. Marco und ich waren überglücklich. Am Ende des dritten Monats hatte ich das deutliche Gefühl, dass ich einen Jungen in mir trug. Vielleicht war es die Intuition einer Mutter oder lediglich mein Wunsch für Marco, einen Sohn zu haben. Jedenfalls war ich mir über das Geschlecht des Kindes so sicher, dass ich auch gleich einen Namen für einen Jungen aussuchte. Einen Namen, von dem ich glaubte, dass Marco ihn lieben würde. Auch Jakobs Ehefrau Annalisa war schwanger. Sie war Italienerin und sprach nicht fließend Kroatisch, weshalb ich sie als Übersetzerin zu ihrem Arzttermin begleitete. Obwohl ich nicht geplant hatte, mich an jenem Tag selbst untersuchen zu lassen, bat ich den Arzt kurzerhand, auch nach meinem Baby zu sehen. In dem Moment, als er den Ultraschallkopf über meinen Unterleib gleiten ließ, dachte ich an meinen Vater und daran, dass er früher bei seiner Arbeit ähnliche Geräte benutzt hatte. Aufgeregt wartete ich darauf, zum ersten Mal den Herzschlag meines Babys zu hören. Doch es herrschte eine ohrenbetäubende Stille. Und als ich das Gesicht des Arztes sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. »Es tut mir leid, aber Ihr Kind ist gestorben«, sagte er. Die Worte durchbohrten mein Herz. »Das ist unmöglich!« »Es gibt nichts, was ich tun kann. Ihr Kind ist schon länger nicht mehr am Leben.« Als wir die Arztpraxis verließen, war mir schwindlig und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Annalisa erzählte mir später, dass ich auf dem Parkplatz in die falsche Richtung gegangen sei und dass sie mich zum Auto habe bringen müssen. Ich habe keine Erinnerungen mehr daran, wie ich nach Hause kam oder daran, wie ich Marco von dieser schrecklichen Nachricht erzählt habe. Ich weiß nur noch, dass ich bei unserem Baby sein wollte. Am nächsten Tag fuhr Marco mit mir in ein Krankenhaus, um eine zweite Meinung einzuholen. Die Ärzte untersuchten mich und bestätigten, was man mir bereits gesagt hatte. Sogleich wurde mein Mutterleib gereinigt
um ihn vor Infektionen zu schützen. Immer und immer wieder fragte ich die Ärzte verzweifelt: Sind Sie absolut sicher? Sind Sie sicher, dass er nicht lebt? Jedes Mal bejahten sie. Zudem entdeckten sie auch weitere medizinische Probleme, die dafür sorgten, dass dies meine letzte Schwangerschaft war. Während der nächsten Tage war ich so traurig, dass ich mich kaum aus dem Bett schleppen konnte. Lediglich der Vorsatz, meinen Töchtern weiterhin eine gute Mutter zu sein, zwang mich dazu. Eines Tages besuchte uns Pater Slavko. Ich gab mir alle Mühe, mich zusammenzureißen, kochte Kaffee und plauderte über das Leben in Medjugorje. Trotzdem bemerkte er meinen Schmerz. Wir hatten ihm von meiner Schwangerschaft noch nicht erzählt, geschweige denn von der Fehlgeburt. Dementsprechend überraschte es mich, dass er mich fragte: Was denkst du, war es ein Junge oder ein Mädchen? Ich schaute ihn erstaunt an und war drauf und dran, ihn zu fragen, woher er Bescheid wusste. Aber dann bemerkte ich auf einmal, dass das keine Rolle spielte. Ich glaube, es war ein Junge, antwortete ich und senkte den Blick. Und wie hättest du ihn genannt? Meine Augen füllten sich mit Tränen. Stjepan. Pater Slavko nickte. Der ältere Stjepan war auch einer seiner Neffen gewesen. Was für ein schöner Name, sagte er mit einem Lächeln. Er gefällt mir viel besser als Natalia oder Natascha. Zum ersten Mal seit Tagen kam ein Lachen über meine Lippen. Pater Slavko wusste immer, wie er mich aufmuntern konnte, auch in schwierigen Lebensphasen. Ich weiß, das ist erschütternd, aber versuche nicht so sehr traurig zu sein. Jetzt hast du einen Engel im Himmel, einen Engel, der für dich betet und der auf dich wartet. Bete zu ihm und rede mit ihm. Er ist jetzt bei der Mutter Gottes und bei seinem Onkel Stjepan. Pater Slavkos Worte halfen mir ungemein. Von diesem Moment an wurde die Last ein Stück leichter, aber der Schmerz heilte nie vollständig. Als Seherin wusste ich, dass mein Baby im Himmel war, aber als Mutter konnte ich nicht einfach so leben, als sei nichts geschehen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen kleinen Jungen sah, der ungefähr im Alter meines Sohnes war, wurde ich an dessen Abwesenheit erinnert. Und dennoch wusste ich, dass er immer in meiner Nähe war, auch wenn ich ihn nicht sehen oder halten konnte. Im Gebet und in den Gesprächen mit ihm fand ich Trost. Wenn ich heute andere Frauen treffe, die ein Kind verloren haben, kann ich ihnen zuhören und verstehen, was sie durchmachen. Ich kann ihnen dann von meiner Erfahrung erzählen und ihnen erklären, dass das Gebet ihnen helfen wird. Ich rate ihnen auch immer, dem ungeborenen Kind einen Namen zu geben. Ein Teil von dir fehlt zwar, aber er wird nie vergessen sein, sagte ich. Bete, und dir wird bewusst, dass dein kleiner Engel sicher in den Armen der Mutter Gottes aufgehoben ist und du ihn eines Tages im Himmel treffen wirst. Nach all den Schwierigkeiten und Sorgen, die auf uns eingeprasselt waren, sehnten Marco und ich uns nach einer Ruhepause, einer Auszeit. Wir entschieden uns, mit Maria und Veronika für eine Zeit nach Italien zu fahren. Das Bless-Missionswerk ist zu 100% spendenfinanziert. Ihre Spende macht unsere Arbeit im Dienst der Neuevangelisation möglich. Ein herzliches Vergelt's Gott. Informationen zu den Spendemöglichkeiten finden Sie unter www.blessmissionswerk.ch. Gerne gebe ich Ihnen noch den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und so segne, führe und leite sie auf die Fürbitte der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.